In dieser Folge von Visage. Das war die Mary, oder? Ja. Mega erschreckt wieder. Da kommen wir sicher irgendwann noch rein. Sieht aus wie so ein Schatten. Hey, hey! Hier ist ein Fußabdruck auf dem Boden. Was ist das für ein Geräusch? Was geht, meine Freunde? Willkommen zum nächsten Part von Visage. Heute an einer ganz speziellen Location. Hier zu Hause bei dem guten Cynix. Jawohl, er hat mich eingeladen, hat mir Flugtickets und Hotel jetzt bezahlt für die nächsten 2 Wochen, damit wir zusammen jetzt das Projekt beenden können. Ich hoffe, es wird geil. Wir werden jetzt am Stück mindestens 1-2 Stunden spielen, dass ich da ein paar Parts für die Woche natürlich draus machen kann. Ich hoffe, ihr seid gehypt. Ich bin es natürlich auch. Und ansonsten würde ich mich natürlich jetzt schon über ein positives Feedback von euch freuen. Aber natürlich erst natürlich nur, wenn es euch gefällt. Liked jetzt noch nicht, kommentiert jetzt noch nicht, schaut es euch an. Und wenn es euch gefällt, dann natürlich erst das Like. So. Sehr schön. Wir machen ja da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und, genau, das war dort gewesen, glaube ich, wo, scheiße, wie heißt denn nochmal das Mädchen? Weißt du das noch? Das kranke Kind? Ja, das kranke Kind. Wie heißt denn? Katie. Mary. Mary. Ja. Mary. Nein, Mary. 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 Bist du sicher? Ja. Ist die Mary? Mary. Okay, gut. Wo die Mary da den Vogel aufgegessen hat. Ich glaube, da waren wir fertig gewesen. Da sind wir gewesen, ja? Genau, in der Ecke hat sie doch so einen Vogel gegessen. Aber wir können ja, wir sehen es ja hier auch in der Zeit. Ja. 1:04 in der Nacht und da haben wir um 0, dann ist tatsächlich das der aktuellste Speicherpunkt und wir machen jetzt an der Stelle auch weiter. Wir machen es wie gewohnt, wir werden switchen zwischendurch, dass der Cynix auch mal ein bisschen drankommt und ich werde es auch ab und zu mal machen, ne? Sehr schön. Kaffee ist auf jeden Fall am Start hier. Genau, dass wir auch lange genug wach bleiben. Ich hoffe, die Position passt so. Ich glaube, so ist perfekt, oder? So. Ja, einfach ohne dich wäre es zwar besser, aber... ohne deine Mutter. Also, jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen mehr Sound machen. So. Passt, oder? Mhm. Machen wir das Game einfach noch ein bisschen lauter, damit nicht... Allgemein. Ah, okay, passt. Zurück. Weiterspielen. Oh, da ist der... kranke Vogel. Ah genau, jetzt sind wir da nochmal an der Stelle. Ich glaube, jetzt wiederholt sich die ganze Geschichte nochmal kurz. Mhm. Aber das ist ja nicht schlimm. Warte mal, was war das Schlimmste? Sie hat das kranke Kind, Mary hat den Vogel gegessen und dann gab es doch noch so solche Augen an der Wand, dass das Monster hat ja Angst vor diesen Blitzlichtern. Genau, richtig. Genau, richtig. Genau, das erinnere ich mich noch. Alter, dieser Bildschirm ist ja mega groß. Mhm. Jetzt verschwinden die Türen, das weiß ich noch. Und jetzt taucht die dann gleich hier in der Ecke auf. Da kommt es wieder, jetzt wieder Hunger. Es passiert nichts. Ich glaube, du musst etwas auf den Vogel klicken oder so. Ah, nee. Jetzt. Ist der weg. Oh. Dann sage ich mal einen guten Appetit hier. Jetzt ist sie weg? Nee, die ist nicht noch zu Hause nachmachen, ne? Ja, kleine kranke Kinder fotografieren, die einen Vogel gerade am Essen sind. Hast du auch schon mal was Lebendiges gegessen? Nee. Ich, du? Nee, ich habe nur gesehen. Ich dachte in Tokio vielleicht oder so. Nee, ich kann das nicht. Ich kann nichts essen, was mich ansehen. Ah, jetzt geht's los. Ah ja, man muss hier drauf, Mann. Ja, Mann. Ich hab vergessen, dass wir das machen. Ah, jetzt sind wir doch nochmal an der Stelle, wo wir das letzte Mal waren hier. Genau, Das haben wir alles gesehen. Dass diese schwarze Gestalt Angst vorm Blitzlicht hat, ne? Mhm. Das waren die Kuscheltiere, genau. Das Spielzeug. Gehen wir mal weiter. Genau, und hier haben wir aufgehört, das letzte Mal. Genau, da war das, die kranke Eisenbahn. Die kranke Eisenbahn, ne? Okay. Bei dir ist irgendwie alles krank. Das Spiel ist doch einfach krank, Mann. Willst du nicht die Lautstärke-Ding da aus der Hand nehmen? Es ist oben, ne? Ja, genau. Er hält die ganze Zeit den Lautstärke-Regler in der Hand bei seinen Kopfhörern. In der Hand ist frei. Ja, genau. Scheiße. Warte mal. Du hast einen Schrank. Vor allem ist das nichts anderes hier. Mach mal ein Blitzlicht. Kann ich nicht. Nee, kein Blitz oder was? Kein Blitz. Ja, kann ich das Feuer auch ausmachen. Okay.
Da passiert nichts. Oh, das ist das. Das ist doch das. Sagt, es passiert nicht. Ich habe aber nicht gewusst, dass es so schnell passiert. Das war die Mary, oder? Ja. Scheiße. Sind wir wieder mit wieder dieser Schock. Hey, ich habe mich mega erschreckt wieder. Muss ich dich jetzt Mund zu Mund beamen? Ey, oder würde ich ja gleich sterben, ey. Automatisch. Hinweis, vermeide es zu lange. Du, jo, ach nee, wirklich. Oh nee, jetzt. Aber jetzt passt, okay, gut. Was haben wir hier? Was ist das? Ich dachte, Toilettenpapier. Gefunden. Kiefer eines Schaufensterpuppe. Einer Schaufensterpuppe. Ah! Aber du, den Kopf. Genau, da wäre der Mund und da ist der Hals, genau. Okay. Können wir. Weil da ist noch was. Oh, wir haben das mitgenommen. Oh. Ich höre jemanden klopfen. Bist du da? Ein Moment, irgendwas? Oh, das ist, chill ab. Das ist dieser blöde. Ein Moment. Ich höre einfach extrem gut das, den Lüfter, deswegen. Ah, dieses Rauschen? Genau, das höre ich extrem gut. Ja, ich auch. Ja, ist okay, komm. Ja, nicht schlimm, alles gut. So, jetzt ist natürlich die Frage, was wir machen müssen. Hier haben wir was. Ne, die Batterie. Hast du gesehen, die Batterie war so in der Luft oder was auch immer das war? Ja, ein bisschen gebackt. Oh, scheiße, wir müssen ins Licht oder irgendwas. Können wir wenigstens. Genau. Ah, ist kaputt. Das scheint ordnungsgemäß zu funktionieren. Stand das da? Ja. Siehst du? Ja, das scheint. Ja, genau. Aber wer lesen kann, ist klein Vorteil. Ja. Das Problem ist jetzt. Hat er es noch mitgekriegt? Das Inventar ist voll, zeig mal her. Feuerzeug. Was haben wir. Was war das da? Kerze. Ah ja, genau. Das kannst du auch in der Luft anzünden, glaube ich, oder? Nee, ja, ich weiß es nicht. Nee, ja. Das kann schon sein. Was müssen wir eigentlich machen? Hey, was leuchtet denn da? Da. Was ist das? Ein flüchtiges Spiegel. Ich glaube, du darfst nicht so lange im Dunkeln sein. Mach mal ein Foto. Ich frage mich, ob die. Bist du sicher, dass die Mary hieß? Ich habe vorhin etwas gehört. Immer ins Kinder. So. Mach mal wieder ein Foto von der Wand. Ah, ist wieder normal, ja. Siehst du? Ja, ich hab's gehört. Ist alles gut, es passiert nichts. Ach, dieser Panda, ey. Ah, die Lichtschalter sind schon wieder alle weg. Ah, das muss heißen, es muss wieder diese Spur folgen. Weißt du noch, das letzte Mal ist. Sarah. Ja, das ist schon Sarah, aber wer ist nochmal Sarah? Das ist, glaube ich, ihre Nee, die hat einen Bruder, einen großen. Ups. Hier ist Sarah. Ist du noch diesen Raum hier? Ja, ja. Wenn so klopfen musste. Ist nicht mehr da, guck. Ja. Also, ist etwas am Boden. Ja, das war ein Kleiderbügel, mein Freund. Guck. Oh nein, so ein Schüttelfett. Wolltest schon aus dem Fenster springen, ne? Aus dem Fenster vom Außen. Link, hier bist du nicht verwirrt. Ah, ich hab die Batterie. Nee, hab ich nicht. Da ist der Weg. Siehst du? Wo? Da am Boden. Siehst du die Lichtschalter? Da. Meinst du? Die liegen. Ja, das war wie beim letzten Mal. Oh, weißt scheiße, du? Wir sind ver. Guck mal. Das ist wie beim letzten Mal. Als ob. Nein, das ist vielleicht noch vom letzten Mal. Vom letzten Mal. Ich glaube eben, das ist noch vom letzten Mal. Ich weiß nicht, ob wir dem wirklich folgen müssen wieder. Okay. Es kann natürlich sein. Meinst du, wir müssen in den Keller? Also die Spuren, die. Folg mal der Spur, seit ich doch rausgeschmissen. Das ist, wenn ich zu verwirrt bin, stimmt. Ja, wenigstens hat's hier Licht, das ist so ein Savepoint hier. Lass mich ja kurz Kaffee trinken. Ich glaube, wir gehen in den Keller. Mhm. Scheiße, ich mache einfach mal ein bisschen schnell. Das ist der Fernseher. Nein, das Radio. Kannst du rausgehen?
rausgehen eigentlich? Nee, ich kann nicht rausgehen. Ja. Wieso? Was hast du denn gefunden das letzte Mal? Kommt mir's nur vor oder laggt die Kamera? Guck mal, die vibriert so beim Laufen. Da kommen wir nicht rein. Da würden wir wieder in den Keller kommen wahrscheinlich, ne? Wir gehen eigentlich... Ah, lass uns mal in den Kerzenraum gehen. Genau. Wo diese Erinnerungsstücke sind. Ja. Die am Anfang sind wir... Nur schau mal, das Telefon ist... Ah, dabei. Tatsächlich. Hat er auf den Anrufbeantworter gesprochen. Oder? Oh, da ist eine Nummer. Stand das letzte Mal auch schon. Sarah School. Ah, guck, sie heißt Sarah und nicht Mary. Okay. Glaube ich. James? Ah, die Nanny gibt's noch, James. So liegt man auf. Scheiße. Da hat's genug Licht, oder? Da kann doch gar nichts passieren. Bitte, ist es auch wirklich so? Weil wir sind nämlich auch verwirrt, scheiße. Das geht nicht weg. Oh, doch, es geht weg. Oder kommt mit? Ja. Nee. Doch. Geht weg, passt. So. Haben wir jetzt hier irgendwas? Interagieren. Wir haben hier aber nichts. Ich dachte, wir hätten so ein paar Sachen gesammelt. Ich lass mich mal ein paar Tabletten nehmen. Damit das, damit wir wieder ein bisschen klar im Kopf werden. Ich weiß nicht mal, ob die jetzt Mary oder Sarah ist. Für euch Leute ist es natürlich einfach, die das jetzt alles hintereinander gucken. Aber bei uns ist jetzt mindestens eine Woche dazwischen gewesen. Und, genau. Ja? Was ist los? Du hast schon was, du hast die Medikamente in der Hand. Ja, die will ich ja wechseln eben. Ja, ja, das natürlich habe ich das. Nee, weiß, habe ich nicht gehört. Also machen wir es so. Ich frage mich, was das für ein Raum ist hier. Da kommen wir sicher irgendwann noch rein. Sieht aus wie so ein Schrank oder so. Da geht's nach Narnia. Oh. Das ist. In die Flucht der Karibik. Hier haben wir wenigstens auch nochmal Licht. Haben wir hier Licht? Nee, das ist von draußen, scheiße. Nee, ich glaube, du musst fix wieder den... Den Schaltern folgen. Ja, das glaube ich auch fast. Ja. Du siehst ja irgendwie etwas gegen die Lichtschalter. Das Problem ist, du bist einfach wieder dumm, weißt du? Ja. Ich tu nur schnell, das Feuerzeug ist fast leer. Tun wir das mal kurz wechseln. Mhm. So. Das Problem ist, jetzt habe ich ein bisschen, jetzt bin ich ein klein wenig verwirrt. Ja, bleib doch da am Licht. Ja, ich muss ja trotzdem irgendwann, ja, das geht nicht, ah doch, das Gehirn. Das ist ein Safe-Point hier. Wir gehen runter, oder? Mhm. Ja. Scheißegal, komm, wir machen's einfach. Was kann schon Schlimmes passieren, ne? Ja, ja. Ja, wir folgen denen wieder. Oh, den nehmen wir mit. Ah, ne. Das haben wir schon gelesen. Okay. Ah, das ist... Da hat er gestanden. Scheiße, scheiße, scheiße! Ne? Darfst du das nicht ausmachen? Ja, ich... Safe Point. Geht zum Safe Point. Ich bin verwirrt. Oh, oh. Komm schon. Mach die Tür zu. Kannst du ja nicht durch Türen? Ich glaube nicht, oder? Ich habe keine Ahnung. Die Musik gefällt mir nicht. Schau mal da rechts, da bewegt sich dieser Vogelkäfig, habe ich gerade gesehen. Ja. Deswegen kommt. Ey, die Musik wird immer schlimmer, oder? Nee. Ey, du musst ein bisschen mehr ins Licht. Mann, ich stehe doch schon fast in der Lampe drin. Ja, jetzt bist du nicht mehr verwirrt, aber die Musik wird schlimmer. Ich glaube, irgendetwas ist in diesem Raum hier. Mach mal Blitzlicht. So, da rechts. Du kannst mir sagen, was du willst, aber wir müssen so oder so runter. Mhm. Okay, warte. Der gute Sascha, der hat auch unsere Videos am Gucken und der hat vorgeschlagen... Entschuldigung, tut mir leid. Hörst du dich... Egal. Dass wir die, eine Kerze anzünden und das probiere ich jetzt wirklich mal aus. Können wir die anzünden und in der Hand halten? Das ging, glaube ich, nicht, oder? Doch.
Ging oder das? Geht sie dann aus, wenn du zu schnell läufst? Oder? Ja, eben, die geht doch dann aus, ne? Probier mal aus. Machen wir die mal an? Wie kann ich jetzt das Feuerzeug hier... Ah, warte. Ah, so, so... Ah, ne, oh, das wollte ich nicht. Ah, jetzt verstehe ich, wie es funktioniert. Okay. So, genau. Nee. Nee, will ich ja nicht. So, genau. Okay. Und jetzt nehmen wir die. Mhm. Gibt uns die Licht? Also auch wirklich Licht? Ah, ja, das ist ein guter... Ah, siehst du? Wenn du dich in der Kerze in der Hand bewegst, erlicht sie. Das ist das Problem. Ja, und wenn ich in die rechte Hand ein Feuerzeug nehme, kann ich die dann immer wieder anzünden? Geht das? So? Nicht, gell? Jetzt müsst du doch rechts klicken, denke ich, oder? Doch. Ja, aber du läufst und dann geht's dir sowieso wieder. Aha. Ist mir egal, ich zünde es einfach immer wieder an. Ja, aber siehst du, die Kerze, die gibt uns nicht Schutz vor dieser Verwirrtheit. Das, oder? Doch? Doch. Look, geht weg. Ja. Also, Sascha, tut mir leid an der Stelle, gell? Du hast recht gehabt. Aber man muss halt immer wieder anzünden, das ist das Problem. Was meinst du, wo wollen wir hin? Ich bin offen für alles. Ah, das ist, wenn ich mich zu schnell mit der Maus mitbewege. Wenn ich meine Maus zu schnell bewege. Der Funke passt, ne? Guck mal, wenn ich so laufe, geht sie nicht aus. Aber wenn ich mit der Maus links und rechts gehe, dann geht sie aus. Du musst dich einfach ganz langsam drehen. Ja, ich muss mich echt langsam drehen. Wo wollen wir hingehen? Ich weiß es nicht. Halt. Aber so kann ich keine Türen aufmachen, das ist das Problem. Aber ich kann sie abstellen, ist ja kein Problem. Ich glaube nur auf den Tisch oder... Oh, geil. Ah, nice. Alles verschlossen. Wir kommen hier überall nicht rein. Wir brauchen einen Schlüssel für das. Oh, was haben wir zuletzt gesehen? Oh, das ist doch noch so ein Vogelkäfigschlüssel oder was. Das hörst du, ne? Ja. Ich will auf jeden Fall genug Kerzen und so mitnehmen. Ich höre das Kind. Wie kann ich den ins Inventar tun? Ich höre sie. Ja, ich höre sie auch. Scheiße. Was mache ich? Ah, ich habe das Feuerzeug fallen lassen. Och Mann, leg die doch mal ab. So, Feuerzeug nehmen, bitte. Oh, oh. Ich sehe... Ah. Ganz ruhig. Nochmal nehmen. Okay, ich glaube, wir müssen einfach hier Geräusche folgen oder so. Vielleicht ist sie wieder an der gleichen Stelle. Du hast recht. Nee. Bist du das? Wir gehen mal hier lang. Oh. Behalt du ein bisschen den, unten links die Ecke. Ah, guck mal, da brennt Licht. Der ist das letzte Mal auch schon Licht am Brennen gewesen. Guck mal, wir kommen hier nicht mehr rein. Hm. Ich meine, die Garage, weißt du noch, in den Garage irgendwas? Die Garage, also ja, da geradeaus, ne? Ich schlag vor, das muss hier unten irgendwo sein. Ich darf die Maus nicht zu schnell bewegen. Das ist geil, dass du nicht verwirrt bist, wenn du so läufst. Ja, das ist ein guter Trick. Das ist richtig geil. Danke für den Tipp. Was meinst du, rechts? Das war rechts, ja. Da ging es aber nach oben eigentlich. Nach oben? Ah, nein, da nicht da. Da war ja nichts mehr. Das sind da andere rechts. Ne? Ich höre jemanden laufen. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Verdammt, wo müssen wir hin?
Was ist hier? Das ist so eine kleine Kammer. Aber halt. Ich mach wieder am Anfang, sonst besser. Ach so. Ah, die gibt es sogar Licht am Boden. Ja. Ist auch noch gut zu wissen. Ja, sondern das verschissene Toilette. Da ist nichts. Tja, wohin? Gehen wir mal hier lang. Geh mal den anderen Weg von diesen Steckdosen. Von diesen... Hey, hey! Hier ist ein Fußabdruck auf dem Boden. Scheiße. Ich glaube, du musst jetzt Fotos machen, ne? Kann das sein? Entweder das oder wir müssen den Fußabdrücken hier fahren. Guck mal. Oh, was ist da? Da ist was aus der Wand rausgekommen. Okay, warte schnell. Stell die Kerze mal hier ab. Ah, genau da. Ja, perfekt. Kamera? Okay, nee, wir sehen nichts. Aber ich glaube, wir müssen den Fußabdrücken folgen. Aber die hören ja auf da. Oh, oh. Ich habe die Kamera gesteckt. So. Also wir müssen einfach vielleicht die Richtung folgen. Guck mal, der ist hier lang gelaufen. Hm. Und jetzt müssen wir gucken, ob wir hier vorne irgendwo wieder Fußabdrücke anfangen. Unten, am Boden, glaube ich, habe ich was gesehen. Bin aber nicht ganz sicher. Nee. Hier nicht. Das ist nur mein Feuerzeug. Die Kerze hält noch lange, ne? Was ist das für ein Geräusch?